so einen wunderschönen, heute früh verregneten, heute Nachmittag nicht mehr regenden Tag. Und willkommen bei Gefahren. Ja, wir sind ein bisschen heute leicht Jetlag, oder wie heißt der sowas, wenn man ein bisschen zu viel gefeiert hat und am Schluss ja, das Konterbier genau. Heute noch fehlt. Ja, wir sind ja auch noch mäßig geschädigt etwas. Auch noch, ja. Wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes. Es ist so besonders, dass ich mich selbst nicht getraut habe, damit zu fahren. Warum? Weil ich nämlich Jäger und Sammler bin und sonst nur auf blöde Ideen komme. Nämlich so eine Art Projektaufgabe mit einem Projekt. Wir haben es extra nicht gewaschen, damit es ein bisschen nicht so gut wirkt, wie es eigentlich ist. Das ist nämlich der Oberhammer auf vier Rädern. Es dreht sich mal wieder um einen Unimog 435. Rico, ne? Mhm. Ja. Super cool durchsaniert. Richtig. Alles gemacht. Und alles vor allen Dingen von den Leuten gemacht, die auf dem Unimog sicherlich noch viel mehr können als wir selber. Nämlich von den nicht nur selbsternannten, sondern von den wirklichen und wahren Spezialisten. Auto kommt unter anderem von Schüssler Unimog. Und alles, was da dran bis jetzt gemacht wurde, ist auf einem immens hohen Niveau. Ja, warum sage ich euch das? Das Ding steht zum Verkauf und hier drüben nicht nur mit dieser wunderschönen Bierhol oder auch grünen Abfall-Wegfahrbritsche oder es könnte auch ein sogenannter Incognito-Camper sein. Ne? Also du Richtig. Fährst einfach, hinten gibt es zwei Feldbetten drauf und ein Porta-Potti und schon wird es ein Incognito-Camper. Ne? Ist immer gerne gesehen, weil ja normale Camper oft auf freien Flächen nicht so gerne gesehen sind. Hat schon, so viel können wir verraten, historisches Kennzeichen. Richtig. Ne? Richtig. Findet seinen Ursprung beim Militär, nämlich bei der Bundeswehr. Verbaut natürlich mit was? Mit dem legendären OM366A. Und Kenner wissen, dass man beim Unimog natürlich besonders nach dem Triebwerk sucht, weil dieses Triebwerk eins möglich macht, nämlich was? Ja, du kannst halt aufblasen nochmal. Genau. Du kannst also einfach nochmal Leistung einhauchen. Ja. Und das Getriebe ist schon mal. Ja, da gibt es noch, aber wir sind erstmal im Motor. Ne? Ach so, also das heißt, 366, wenn ihr mal guckt, ich will gar nicht ins Innere reingucken, weil das habe ich erst kürzlich gesehen. Und wenn ihr hier reinschaut, schaut mal hier rein. Wir schauen auch hier rein. Auch innen die wunderschönen Kramer-Sitze, die auch Lordose haben, Feststellung haben, Sitzheizung haben. Die haben wir ganz, ganz früher auch verbaut. Wenn ihr noch mal ein bisschen reinguckt, seht ihr mal, was das ist. Der hat schon eine Splittgruppe. Mhm. Nachgerüstet. Der schaltet sogar. Ja, und der schaltet so gut, ich habe es mir noch sagen lassen, dass ich es ja gar nicht fahren will. Ne? Also das heißt, es ist alles so fein gemacht, aber dazu kommen wir später. Wir gucken mal unter die Haube, weil neben diesen tollen Features, wie unter anderem auch schon dem Update des Motors auf mindestens mal 240 PS, habe ich noch was entdeckt, was also ich noch nicht gelesen habe, aber ich habe es zumindest live entdeckt. Guck mal hier rein, da ist der original Fanghaken noch verbaut, auch immer wichtig. Wenn ihr nämlich mal hier reinguckt, seht ihr einen gliedfrischen Kühler, eine teilisolierte Kabine schon. Und wenn ich dir mal einfach frech die Kamera abnehme und hier drüber gucke, seht ihr auch noch was, nämlich einen vogelnagelneuen Lader hier. Seht ihr den? Wow! Das heißt, alles gedacht, alles schon gemacht und das Maschinchen, guck mal drum rum. Über jeden Zweifel haben, noch im originalen militärischen Grün. Auch die Dämpfer schielen einen schön an, ne? Dicke Hupe schon drin, und natürlich die berühmt-berüchtigten Helget-Koni-Dämpfer. Und hier wurde auch schon mal was an der Isolierung getan, ne? Ja, ich hab's schon gesagt, ne? Also das heißt, es hätte ich zuhören müssen anscheinend. Nicht nur, sondern es fährt auch gigantisch, ne? Jo, es wurde isoliert schon, es wurde also ein bisschen Schallschutz schon betrieben, aber da kann man natürlich noch, da ist noch Luft nach oben. Aber es ist alles an diesem Fahrzeug saniert, repariert, optimiert. Ne? Wir haben ja, neben dem gemachten Motor mit roundabout 240 PS, also solide, weil in der Originalausführung gab es den OM366 auch mit 240 PS, noch verbauten wunderschönen Edelstahl-Schalldämpfer, ne? Auch in der Version, die wir so noch nicht kennen, mit dem 90er Rohr. Ne, ich vermute, Kenner schreibt es mal in die Kommentare,
Es ist jetzt nicht der klassische Mockhauspuff, ne, sondern eine ähnliche Variante, die noch ein bisschen hübscher ist. Wir haben auf der Fahrerseite einen Original Unimog-Tank mit 200 Liter Diesel zu dem Originaltank, der noch auf der Beifahrerseite montiert ist. Vielleicht laufen wir mal gerade drumherum. Da ist er. Das bedeutet, wir sind somit reichhaltig über 300 Liter optimierter Kraftstoffhaushalt. Ich glaube jetzt, der hier hatte, Rico weiß das, aber ich schätze mal ein bisschen über 100, ne? Ja, 150 hätte ich jetzt geschätzt. Ne, 150 hat er nicht. Also es gab mal eine Version 130, ne? Aber wir müssen dann ausmessen, aber es sind deutlich über 300 auf jeden Fall. Original Daimler-Benz, was ist das, Rico? Ja. Die Original Daimler Tankumschaltung, glaube ich. Ne? Ja. Also du kannst hier schalten links, rechts. Genau. Ja. Das heißt, die Tanks sind nicht wie gewöhnlicherweise in den einfachen Umbauten miteinander vernetzt, sondern die haben auch noch eine Umschaltung drauf. Ja, ein wunderschöner, einfach gehaltener Dachgepäckträger mit ganz dezenten, nicht der Historie torpedierenden Lightbars. Da die Hochleistungs-Elbritz, die haben wir auch schon ein, zwei, dreimal verbaut. Über Farbe kann man streiten, aber die Farbe kann man bekanntlich noch anders machen. Wenn mir schwarz nicht gefällt, dann machen wir ihn grau, oder violett hellschwarz oder rosa. Je nachdem, wie ihr das Einhorn. Es ist alles dran. Leute, es ist alles dran. Es ist alles dran. Ja, warum sagen wir das? Ja, weil man es einfach mal übernehmen könnte. Ne? Ja, man könnte es übernehmen, so wie es ist. Nämlich so, wie dieses Fahrzeug ist, in Verbindung mit einem Zwischenrahmen, der schon gebaut ist, und in Verbindung mit dieser wunderschönen Mox-Kabine, die da drüben steht. Die habe ich euch extra mal auf Höhe gehoben. Also so ein richtig optimiertes Ding. Vielleicht hat der Tristan mal die Muse, noch ein Bild einzublenden, wie das mit Kabine aussieht aus einem CAD-Schnitt. Ich glaube, das haben wir seinerzeit auch schon mal gemacht. Also die Kabine ist noch unausgebaut, hat die Tür relativ weit vorne auf der Beifahrerseite. Und ansonsten gibt es noch jeglichen Gestaltungsraum für die Platzierung von Klappen, Fenstern und für die Innenraumgestaltung. Das heißt, genau, man kann ihn so fahren, man kann ihn mit Kabine fahren. Und natürlich macht es nur so Sinn, aber man kann ihn gleich mitnehmen in Verbindung mit dem Gesamtkonzept mit der Britsche. Er ist getüft und zulassungsfähig. Und wir haben die Kabine schon zweimal angeschrägt. Ne? Das war halt die Linie von vorn mitnehmen, hat er oben eine Schräge bekommen. Genau, kleine Schräge oben, noch mal schöne Schräge hinten, damit wir also im Optimalmaß sind. Kabine innen, würde ich sagen, so roundabout 3,80 Meter. Circa. Außen, glaube ich, und Innenmaß so um die dementsprechenden 360. Ne? Also ein schönes Maß, um noch schöne Schnitte zu realisieren. Was hast du noch alles gemacht an dem Ding? Wir haben es schon angeschnitten. Splitgetriebe, ja. Leistungssteigerung, Fahrwerk, die schönen 365-80 R20, die serienmäßig auf den Autos auch nicht sind. Rico, du bist schon mit gefahren. Was geht da? Also ich würde sagen, deutlich bei gute 120. Ne? Ich war ja noch hier auf dem Gelände. Ja. Innen bin ich alles, auch noch nicht, guck mal gekommen rein, wie neu. Alle Bepolsterungen sind neu gemacht, Isolation schon vom Dach. Dann haben wir schon, wenn wir mit der Kamera innen reinschauen, den Durchstich platziert in der Rückwand. Also er schaltet schön. Gigantisch. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ich will ihn ja nicht fahren, weil sonst wäre hier wieder kopfschwul. Ja, ich bin schon in tiefer Gangart. Wenn du mir noch mal die Kamera gibst, da gibt es auch noch so ein Feature. Wir werden das häufig gefragt. Hat er denn schon? Und bei Unimog ist doch immer was an den Achsen. Ja, die hat er schon. Wenn ihr guckt, auch die Vorgelegeentlüftungen, die erhöhten, sind auch schon integriert und angebaut. Und guck mal drunter. Auch hier ist alles Status General überholt. Und nicht nur nahezu, sondern ich würde mal sagen, Rico, was meinst du? Echt neuwertig, ne? Quasi, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe überhaupt nicht auf den Kilometerstand auch geachtet. Ja, ich glaube, er hat ein bisschen über 100.000 schon. Oder? Ah ja, schon. 111. Ja, aber es ist wie gesagt ein faires Objekt. 111.000 in dem Erhaltungszustand ist einfach mal gut eingefahren. Also würde ich sagen, wirklich ein Traum.
Ja, also, jetzt fragt er natürlich, was kostet das Ganze? Was müssen wir noch tun? Also tun müsste man eigentlich gar nichts. Ja. Und bei uns anrufen. Ich kann euch jetzt sagen, allein wenn ich so ein Fahrgestell kaufe, für die blanken, gut erhaltenen militärischen Fahrgestelle, zahle ich mittlerweile so um die 30. Alle Zubehör an Anbauteile heutzutage, allein das Splitgetriebe kostet, glaube ich, 12,5 und mit Einbau deutlich über 20.000 Euro. So eine Kabine, neu, wenn wir sie konfigurieren, 25 etwa, 26 ja. Rico, ne? Super. Und ich kann ja eins sagen, all das fragt an, wir wollen es hier nicht unbedingt veröffentlichen. Nein, es kostet natürlich bei Weitem keine 100.000 Euro. Ja? Und es ist aber natürlich auch keine Klappe und keine Tür dabei, ne? Das muss man dazu sagen. Fragt an, wir unterhalten uns drüber und stehen noch zur Verfügung, wenn ihr das gute Stück mal besichtigen oder fahren wollt. Ne? Ja, wir haben es gar nicht groß inseriert und es waren aber schon zwei Leute da. Das kann sogar sein, aus Versehen, ja. Dass alles noch ein bisschen viel schneller geht, weil in der Konstellation wunderschöne Unimogs sind einfach rar gesät. Und wir hätten es tatsächlich, oder Rico, hätten wir es besser machen können bis jetzt? Bis jetzt noch nicht. Ja, denke ich auch. In diesem Sinne, schöner Mock. Meldet euch, wenn ihr Interesse dran habt. Viel Spaß beim heutigen Tag und bis bald beim nächsten Abgefahren. Ciao.